Susi, krieg es hin. Mein Gott, so schwer ist es doch nicht. Hallo ihr Lieben, heute soll es meinen allerersten Unhaul geben. Bei mir haben sich einige Bücher angesammelt, die ich jetzt gerne aussortieren möchte. Und darum soll es halt gehen in diesem Video. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Allererstes vorweg, ich habe mir noch nicht wirklich so Gedanken gemacht, wie ich die Bücher jetzt genau loswerden möchte. Ich weiß nicht, wie ich sie aussortieren möchte. Und ich weiß nur, dass ich kein Tauschticket machen möchte. Ob ich die jetzt bei Rebuy, Momox, Ebay oder sonst wie loswerde, weiß ich auch nicht. Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht, wie das am besten funktioniert? Oder Facebook vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr Tipps für mich habt oder da schon Erfahrungen gesammelt habt, schreibt mir das auf jeden Fall mal bitte unten in die Kommentare, weil dann kann ich mir das eine oder andere vielleicht auch verkneifen auszuprobieren. Ja, ansonsten, falls einer von euch Interesse an so einem Buch hat, dann schreibt mich einfach an. Meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Kanalinfo. Ansonsten fangen wir jetzt einfach mit den Büchern an. So, die ersten beiden Bücher, die ich euch zeigen möchte, sind zwei Rezensionsexemplare. Diese werde ich natürlich nicht verkaufen. Die möchte ich gern bei der nächsten Verlosung mit verlosen. Vielleicht möchte ja der eine oder andere von euch die noch lesen. Und zwar zum einen Auf eine wie dich habe ich lange gewartet von Patricia Spichalski. Die Geschichte fand ich wirklich sehr, sehr süß und die hat mir eigentlich im Großen und Ganzen auch ganz gut gefallen. Aber hier geht es um ein 15-jähriges, 16-jähriges Mädchen und ich bin einfach zu alt für die Geschichte. Also es war schön, sie zu lesen, aber ich werde sie definitiv nicht wieder lesen und deswegen staubt dieses Buch bei mir im Regal sowieso nur ein und ich gebe sie lieber ab. Dann auch mit abgeben möchte ich 1000 Nächte aus Sand und Feuer von Emily K. Johnston. Wer mein Video jetzt letzten Monat gesehen hat, weiß, dass es einfach nicht mein Buch war. Ich hatte mit den Protagonisten echt meine Schwierigkeiten, weil die einfach alle keinen Namen hatten und es ist mehr Märchen als Buch und deswegen ist es einfach nicht mein Fall und ich gebe dieses Buch wieder mit ab. Und ja, wie gesagt, werde die zwei Bücher auf jeden Fall mit verlosen bei der nächsten Verlosung an einen für euch. Und vielleicht freut sich da ja der eine oder andere. Das waren die Sorezi-Exemplare. Jetzt kommen wir zu meinen gekauften Büchern. Und es sind einige. Und wir fangen mal an und wir machen das mal im Schnelldurchlauf. Das erste Buch ist Warm Bodies von Isaac Marion. Ich habe ewig gebraucht, ehe ich dieses Buch bekommen habe, weil damals gab es das gerade nicht bei Amazon. Inzwischen gibt es das auch wieder. Es gab es einfach nirgendwo. Und dann habe ich es bei Medimops nach ewigem Hin und Her gekauft. Ich hatte es die französische Ausgabe versehentlich bekommen statt der deutschen und es war ein ziemliches Hin und Her und ja, ich habe dieses Buch bekommen, ich habe es gelesen und habe es für nicht mein Ding befunden, denn ich liebe diesen Film, muss ich sagen, der ist unheimlich gut. Ich feiere diesen Film ohne Ende, aber das Buch war einfach nicht mein Fall. Der Schreibstil war nicht meins und diese Rückblenden waren mir einfach zu viel. Ja. Dann ein Buch, was ich geschenkt bekommen habe von meinem Freund und zwar Dunkle Flammen von Donna Grant. Das ist so Erotik-Fantasy, da geht es um Drachen, die wieder auferstehen oder wieder aufwachen. Und dann ist da so eine MI5-Agentin, die versehentlich in dieser einen Drachenhöhle landet und dann auf diesen einen Drachen trifft. Und ja, die Gegner von den Drachen sind die dunkle Elfen. Und da gab es eine Info in diesem Buch, dass diese dunklen Elfen sexbesessene Monster sind und die Menschen dann zu Tode... Ihr könnt es euch jetzt denken und das war mir einfach zu blöd. Also, das war einfach nicht mein Fall, deswegen... Dunkle Flammen lese ich nicht weiter, die Reihe und zieht aus. Dann ein Buch, was ich jetzt gelesen habe letzten Monat. Und zwar Stepbrother Dearest von Penelope Ward. Auch wenn ich den Schreibstil wirklich sehr, sehr gut fand und ich wirklich sehr viel gelacht habe bei dem Buch. Es war einfach nicht mein Buch, die Protagonistin war mir zu kindlich teilweise und das war alles zu unglaubwürdig und also diese ganzen, nee. Es war einfach nicht mein Fall und deswegen kommt es wieder mit weg. Dann Ugly von Scott Westerfeld. Ich habe damals, als ich dieses Buch beendet habe, noch gedacht, ah, du liest die Reihe weiter, aber je weiter ich mich von dieser Reihe distanziert habe, umso weniger Lust hatte ich da weiterzulesen. Scott Westerfeld und ich, glaube ich, wir sind auch nicht so uns grün. Ich glaube, wir kommen da nicht so ganz konform. Das war auch einfach nicht so das Buch der Bücher. Dann habe ich hier noch Dante Walker, Seelensammler. Ja, ja, Dante. Dante Walker trifft vor Stereotypen, Kitsch und Klischees und ich stehe da eigentlich total drauf, aber das war einfach zu viel. Hier wurde alles, was es überhaupt an Kitsch, Klischees und Stereotypen gibt, reingedonnert. Alles, einfach alles, alles. Das war mir einfach zu viel des Guten und ja, auch hier war der Schreibstil wirklich echt gut. Ich mag ja Victoria Scott, Schreibstil auch, mochte ich auch bei der Brimstone Bleed-Reihe und auch bei Dante Walker hat er mir wirklich gut gefallen, aber die ganze Handlung war einfach nicht meins. Jo, dann habe ich hier noch eine ganze Reihe und zwar die Auswahl, die Flucht und die Ankunft.
von Ellie Condy. Das ist die Cassie und Kai Trilogie. Die Bücher sind mir einfach zu langweilig. Ich habe die damals angefangen zu lesen und habe gedacht, ja, okay, das erste Buch war noch okay. Das zweite war dann schon sehr, sehr, oh Gott. Und das dritte war dann so, na okay, es wird doch nicht besser. Also Ellie Condy und ich, wir kommen auch nicht konform, glaube ich. Also ihr Schreibstil ist auch einfach nicht meins. Es ist sehr poetisch und alles sehr ruhig erzählt. Und die Spannungsbögen sind in diesem Buch wirklich sehr gering gehalten. Und ja, das ist einfach nicht meins. Ich mag das einfach schlicht gerade raus und viel Action und Spannung. Und das war hier leider nicht der Fall. Deswegen ziehen die auch wieder mit aus. Dann habe ich noch hier Zweilicht von Nina Blachor. Das habe ich auch erst vor kurzem gelesen. Und dieses Buch war auch wirklich okay. Es hat mir ganz gut gefallen, aber ich weiß, ich lese es in meinem Leben nie wieder. Weil das Ende war A nicht so prall und das hat mich sehr verwirrt zwischendurch. Diese Verwirrung war auch wirklich gut, muss ich sagen, rückblickend betrachtet, weil es dich einfach auf die falsche Fährte gelockt hat. Aber da ich ja jetzt weiß, wie das Ganze ausgeht, würde ja der Trick bei mir nicht mehr funktionieren. Und ja, es ist jetzt kein Buch, was ich ultra mega toll fand, dass ich sage, ich muss es behalten. Deswegen zieht Zweilicht auch wieder mit aus. Dann habe ich hier noch Teufelsherz von Sabrina Kunay. Das habe ich damals gekauft, weil die Mona vom Kanal Mona das so toll fand. Und ich mit ihr eigentlich relativ oft einer Meinung bin, was Bücher betrifft. Aber hier, das war einfach nicht mein Fall. Es geht hier um Engel und auch Dämonen. Und es geht um den Schutzengel Damian und Emily. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, was mich gestört hat. Ich glaube, mich hat A, die Protagonistin gestört und die Handlung war mir, glaube ich, auch zu klischee-mäßig. Also es war einfach nichts Besonderes, nichts Weltbewegendes, meiner Meinung nach. Ja, aber so ist das. Dann habe ich hier noch Dash und Lillys Winterwunder. Das habe ich letztes Jahr im Dezember gelesen. Da geht es ja um Dash und Lilly, die sich über ein Buch kennenlernen und ja, dann sich immer so schreiben. Und es war eine süße Geschichte, aber auch die lese ich nie wieder in meinem Leben. Es war jetzt auch kein Buch, wo ich sage, es ist eine so schöne Weihnachtsgeschichte, ich werde es jedes Jahr wieder lesen. Nein, definitiv nicht, deswegen zieht es aus. Dann habe ich hier Die Beschenkte von Christine Cashore. Wer meinen Lesemonat vom Februar, glaube ich, gesehen hat, Februar oder März, weiß, dass Die Beschenkte auch einfach nicht mein Fall war. Die Protagonistin war mir auch einfach zu kindisch. Und die ganze Welt war einfach nicht meins. Und diese konstruierte Liebesgeschichte, die man dann hier noch reingepackt hat, nee, und auch das Ende war so. Also das Ende hat mich echt aufgeregt, das fand ich absolut furchtbar. Und ich werde diese Reihe A nicht weiterlesen und B werde ich dieses Buch auch nie wieder lesen. Auch wenn ich das Cover echt hübsch finde. Also so für im Regal stehen könnte man es ja stehen lassen, aber ich brauche Platz im Regal und deswegen Die Beschenkte muss weg. So, machen wir weiter. Dann habe ich hier noch Der Anfang von Danach von Jennifer Castle. Das ist ein Drama, ein Jugenddrama. Ich habe das damals gekauft, nachdem ich Das Schicksal ist ein mieser Verräter gelesen habe. Da hatte ich irgendwie Lust auf noch so eine Geschichte. Und die Geschichte war auch hier okay, aber es war auch hier nichts Weltbewegendes, nichts Spannendes, dass ich sage, es ist so eine gute Geschichte, die kann man noch 5, 6, 7, 8 Mal lesen. Nein, es war einfach nicht mein Ding und deswegen muss dieses Buch leider wieder mit ausziehen, auch wenn ich dieses Cover immer noch echt schön finde. Und echt passend gut zur Story. Ja, dann habe ich hier noch Elf und Kurs von Evelyn Pike. Das ist das Buch, wo du niemals den Klappentext lesen darfst, weil du sonst die ganze Geschichte kennst. Und du erfährst sogar noch mehr im Klappentext als in der Geschichte. Also lies niemals den Klappentext. Ja, also ich glaube, ich bin für dieses Buch einfach zu alt. Also ich glaube, wer hier so 14, 15, 16 ist, der hat hier echt Spaß mit der Geschichte und der hat auch Spaß an dem Protagonisten und allem, aber es war einfach nicht mein Fall und ich glaube, ich bin für diese Geschichte einfach zu alt und es ist jetzt hier auch nicht so mega viel Spannendes passiert, dass ich sage, es war eine mega geile Handlung. Also, nee, leider nicht und ja, dieses Liebesdreieck, es war auch nicht so meins. Nee. Oh, die anderen sind hier rübergerutscht. So, dann habe ich noch Lux Beginnings. Das ist der erste und der zweite Teil von der Lux-Reihe, also Obsidian und Onyx. Ich hatte hier einen Versuch gestartet, das Ganze mal in Englisch zu lesen. Ich habe Obsidian, glaube ich, noch durchgezogen mit Lesen, aber bei Onyx hatte ich dann schon keine Lust mehr. Also, nee, das war nicht mein Ding. Also, ich muss bei englischen Büchern echt zu viel nachschlagen. Ich muss da echt zu viel Vokabeln googeln, als dass ich das auch in Ruhe lesen kann. Also, nee, ich gebe es auf. Ich bin in Englisch eine Null, ich stehe dazu und ich gebe es auf, Bücher in Englisch zu lesen. Aber es war ein Versuch wert, aber deswegen brauche ich dieses Buch jetzt nicht und
hätte es abzutreten. Dann auch noch abzugeben hätte ich von Jennifer Armentrout Dark Elements Steinerne Schwingen. Das ist die alte Ausgabe. Ja, ich habe die neue Ausgabe. Ich brauche dieses Buch nicht doppelt. Deswegen kann ich das auch wieder guten Gewissens abtreten. Und ich finde dieses Cover abartig hässlich. Das ist furchtbar. Die neuen Cover sind viel schöner. Vom HarperCollins Verlag. Kann man nur so sagen. Ja, dann habe ich noch Dark Lore von Lia Habel. Die Geschichte hat mir eigentlich echt gut gefallen, aber das ist eine Dilogie und der zweite Teil wird hier nicht übersetzt. Und da ich nicht in Englisch lesen kann. Ihr wisst, ne? Und diese Geschichte, dieser Schreibstil war auch sehr kompliziert, muss ich sagen. Und deswegen ist es nicht ein Buch, wo ich sage, ach, scheißegal, ob der zweite Teil kommt oder nicht, ich lese es eh nochmal. Nee, mache ich nicht, deswegen kann ich das ja auch wieder mit aussortieren. Dann noch ein Buch, was schon etwas älter ist, und zwar Ich bin Nummer 4 von Pickettes Lore. Da gab es ja damals diesen Kinofilm auch da dazu und dann gab es noch einen zweiten Band, da hieß Ich bin Nummer 6. Der kam aber sehr, sehr viel später als der erste ist raus und da hatte ich dann keine Lust mehr, den zu lesen. Und dann ist das auch nicht weiter übersetzt worden. Es sind ja, glaube ich, auch 4, 5 oder 6 Teile dieser Reihe. Und ja, also, nee, es ist einfach nicht mein Ding mehr und ja, ich lese es nie wieder, deswegen kann es mit ausziehen. So, damit wären wir dann auch schon bei den letzten drei Büchern, die ich aussortiere. Und zwar ist das auch eine Buchreihe. Und zwar hätte ich hier Clockwork Angel, Clockwork Prince und Clockwork Princess. Das ist die mit diesen Gesichtern auf dem Covern. Ich habe damals den Fehler gemacht und habe die mir relativ schnell hintereinander gekauft und habe den ersten nicht gelesen, bevor ich mir die anderen gekauft habe. Dieser Fehler passiert ja nur einmal. Ja, Cassandra Clare, ich glaube, wir kommen auch nicht konform. Ihr Schreibstil ist einfach nicht meins und ja, die Geschichte war jetzt auch nicht so mega der Brüller, meiner Meinung nach. Und deswegen gebe ich die wieder mit ab, vielleicht freut sich wer anders drüber. Und ja, Chroniken der Schattenjäger. Ich habe sie jetzt gelesen, ich weiß, wie das Ganze ausgeht, ich weiß, was da passiert, aber ich werde sie definitiv nicht nochmal lesen und deswegen gebe ich sie wieder mit ab, die Bücher, und vielleicht freut sich ja wer anders drüber. Das war mein allererster Unhaul. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.